Hey Leute und willkommen zu einem neuen Elfmeterschießen hier in PES 2019 zusammen mit dem lieben Jan. Hi! Hi! Wir machen das, was ihr euch gewünscht habt. Ihr wolltet unbedingt wieder ein Elfmeterschießen. Manche in FIFA, manche in PES. Da ich und auch Jan, soweit ich das weiß, das Elfmeterschießen in PES cooler finden, machen wir das Ganze einfach in PES. Wir werden es aber bestimmt auch mal wieder in FIFA machen. Schaut gerne bei Jan vorbei, ja, bei dem haben wir nämlich heute auch die nächste Folge von der Frauen-WM aufgenommen. Unbedingt da vorbeischauen. 99. Das ist krass, ja, Neymar hat 99 und Messi hat 99, also schon krass. Meine sind irgendwie ganz gut. Deine sind auch immer besser als meine. Dieses Mal ja. Ja, ja, okay. Wir haben auch übrigens schon ganz viele Elfmeterschießen gemacht. Auch zusammen mit Jan, also unbedingt rechts in meinem Iber ihm vorbeischauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Einen ultra geilen Ball ausgewählt, ja. Also der passt auf jeden Fall perfekt da rein in dieses heutige spannende Elfmeterschießen. Und ich glaube, ich habe die Kommentatoren noch an, oder? Ja. Ja, die stelle ich gleich mal aus. Bisher habt ihr wahrscheinlich keinen Ton gehört, weil ich es extra rausgeschnitten habe. Ich muss kurz auf Pause machen. So, das ist der super, super duper Ball. Das funktioniert so, dass du mit dem linken Stick springst und richtig krass draufböllerst. Und dann passt die Sache. Und, oh, was? Oh, direkt den ersten gehalten, das gibt's nicht. Leute, ich hab sogar Facecam heute an, ey. Wow. So, also einfach draufböllern? Einfach draufböllern. Boah, ich hab gar keine Ahnung mehr, wie das geht. Ja, du kannst auch die Zielhilfe mit R2 mal drücken, dann siehst du ungefähr, wie du zielst. Und dann natürlich ausmachen, wäre nicht ganz so schlecht, aber ungefähr so und draufballern halt. Die Fans im Hintergrund haben auf jeden Fall Bock. Ach du Scheiße. Muss er das gedrückt halten? Ah. Zieh den, okay, nein, muss er nicht. Nee. Ah, stimmt. Ja, das ist so wie in FIFA halt mehr oder weniger früher. Bin ich auch besser, muss ich ehrlich sagen. Ja. Alter! Das gibt's nicht! Alter, ich finde das Elfmeterschießen so geil. Barcelona, Alter. Alter, Mann. Ich habe übrigens auch, es gibt ja schon PES 20 Material auf YouTube, auch von Konami selber. Die haben auch mal ein Video veröffentlicht, wo sie die neuen Elfmeter vorstellen. Die funktionieren genauso wie die jetzt, auch mit dem gleichen System. Bloß, dass die Animationen noch mal krasser sind und ich finde die ja jetzt schon echt gut. Also ich bin beeindruckt von diesem Spiel. Und jetzt Suarez, endlich mal. Ich war mal dran. Ich weiß, ich dachte schon, der geht auch daneben, weil du warst gut dran. So unfair. Dahin. Ja? Ja, ich spring dahin. Wenn du es nicht machst, bist du ein Unehrenmann. Okay. Ich hab Angst. Diese Psychospielchen, oh, er macht's dahin. Ich hab dahin geschossen. Ich weiß, ich bin auch dahin gesprungen. So, Messi 99er, wenn er verschießt, haben wir ein Problem. Weil dann hast du das erste direkt gewonnen, was du eigentlich schon sowieso hast, gefühlt. Weil... Nee, ist noch alles drin. Ja. Ja. Oh. Das gibt es nicht, war bis jetzt immer in der richtigen Ecke. Ja, weil ich immer in die gleiche schieße. Ja. Ich denke immer so, Alter, der kann doch nicht wieder in dieselbe springen. Und ich schieße immer in dieselbe und du springst da immer in die. Ich denke, ja, okay, er schießt dann nochmal hin. Und er schießt dann nochmal hin. Ah, Mann, ich muss jetzt vielleicht auch mal halten. Ich war, glaube ich, noch nie in der richtigen Ecke. Wie er sich Zeit lässt, ey. Ja, ich muss überlegen, wo ohne Müll, ja. So, jetzt muss ich noch treffen, dann nochmal halten, dann nochmal treffen, dann nochmal halten. Und dann habe ich es geschafft. Das wird niemals passieren, aber man darf niemals aufgeben. Also schießen wir am besten nochmal in die Ecke, oder? Meinst du? Aber nochmal, ja, nochmal. Nochmal, okay. Nochmal. Ja! Alter, ich habe 5-mal in die gleiche Ecke geschossen. 2 gehalten. 3 getroffen. So, 3 getroffen hast du auch. Allerdings habe ich nicht 2 gehalten. Noch nicht. Ter Stegen. Gegen den Julian. Den Draxler. Oh Gott.
Oh, ja! Nein. Ja, es ist wieder Ausgleich. Wieder Ausgleich, Junge. Ich hab doch gesagt, das ist noch nicht. Wieder in die gleiche Ecke? Sag gar nichts. Nein! Ja! Oh, ich war immer in der richtigen Ecke. Das ist noch gar nichts entschieden, Alter. Das ist noch gar nichts entschieden. Verratti, ich glaub, den machst du jetzt. Ich glaub, den lässt du dir jetzt nicht mehr nehmen. Ich spring links. Ja. Richtig schlecht geschossen. Ich finde es immer so geil, dir zu callen, wo ich springe, bevor du, weil du kannst ja nichts mehr ändern im PES, das ist ja das Lustige. Oh Gott, immer noch Ausgleich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe auch das Gefühl, gerade schießen schwieriger als halten. Keine Ahnung, ich schieße da hin. Ja! Nein! Wieder in die gleiche Ecke! Das gibt es doch nicht! Siebenmal, ey! Ja, und jetzt, wenn ich ihn jetzt halte. Und. Ja, die sind halt zu gut geschossen. Du musst halt als Torwart echt extrem früh runtergehen. Im Anlauf halt schon. Außer du hast wirklich kein Problem damit. Ja! Einfach gewonnen! Scherz. Das war ja so krass! Das war wirklich krass, Leute. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Da können sie sich auf jeden Fall feiern lassen. Das war die erste Runde. Das war die erste Runde. Es macht echt Spaß. Also PES-Elfmeterschießen macht echt Spaß. Und das war gerade mega spannend. So eine spannende Runde hatte ich selten. Nice. Wir sehen uns gleich wieder. Was ist das für ein Schrot? Der hat einfach eine 92, das ist ultra gut. Also Leute, hier, nächste Runde. Ich bin Napoli und Jan ist Ajax. Ich war übrigens gerade Barcelona, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Habe ich gar nicht dazu gesagt. Ich weiß nicht, meine sind im Durchschnitt vielleicht ein bisschen besser, aber deine. Ja, ist mein erster Schütze, ich muss ihn ja wegnehmen, oder? Das geht doch, oder? Der Wert ist doch das. Ja. Machst du, Alter? Ja, ich muss hier ein bisschen. Ja, was ganz ja, wichtig. Ich kann da vorne keine 10 stehen haben. Ja, dann mach ich das jetzt auch so. Lol. Ja, das dann steht ja gar keinen. Ja, ja, wechsel die 50 auf die 1. Ja, und 49 auf die 2. Ja. So, Elfmeterschießen Napoli gegen Ajax. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wenn ich jetzt gewinne, dann ist das ganze Elfmeterschießen ja schon fast gewonnen. Junge, wie das hier aussieht, bist ganz anders. Das? Ja, ich schieß. Ah, okay. Ich schieß, aber das Tor sieht auch ganz anders aus. Naja, verrückt. Diesmal nehmen wir mal die andere Ecke. Fürs ganze Spiel übrigens. Ah. Ja. Okay, also du schießt immer nach rechts. Immer, ja. Rechts unten ist sowieso in FIFA auch meine Lieblingsecke. Was machst du? Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, bei einem Elfmeterschießen nach unten zu schießen. Das ist richtig dumm. Hä? Mach ich immer. Ich schieße nie nach unten. Wohin schießt du denn? Du hast ja jetzt irgendwas sagen wollen. Machst du auch in die Ecke oder im Gegenteil? Ja, immer rechts oben. Rechts ja, unten ist mal. So mach dumm. Doch, Alter, was wartest du denn? Junge. Hier unten ist richtig kacke. Was für ein Idiot, Alter. Hängen! Es war so halb rechts. Fängt das wieder an mit dem in die Mitte schießen. Ach Jan, hör doch auf. Du hast angefangen. Ah Mann! 1-1. Komm jetzt. Mertens. Ach komm! Ja! Wie du schon vorher anfängst zu lachen, so, der geht nicht, scheiße! Ja, das war richtig gut! Ja, klar, das ist geil halt einfach! Das ist dein krasser 92er, den halte ich eh nicht! Ja, siehst du, ich bin in die Ecke gesprungen, so früh ich konnte! Ich wusste, dass du in die Ecke schießt!
Und dann habe ich ihn. Wusstest du das denn? Dann habe ich ihn einfach trotzdem nicht gehalten, Alter. Ja! Ich habe nur nach oben gedrückt. Das ist so dumm, wenn du so ein bisschen nur nach rechts rückst und nicht ganz nach oben, dann macht er das schon. Jetzt schießt er auch nicht mehr der Hi. Ja, soll ich? Ja. Okay. Also ich bleibe auf jeden Fall nicht stehen. Echt? Nee, mach ich nicht. Ja! Also ich bin nach links gesprungen. Wolltest du nach links oder in die Mitte? Eigentlich wollte ich nach links. Ja, dann hätte ich ihn. Und dann hätte ich ihn aber ja. Ja, Mann, einmal in die andere Ecke. Jetzt muss er treffen. Der Druck ist hoch. Meine Kamera geht gleich aus. Was für ein Druck? Ja, wenn du nicht triffst, bin ich weiter. Oder aber was heißt weiter? Irgendwie weiter. Viel Spaß beim Weitersehen. Ah, Mann, ich hatte die Ecke. Das gibt's ja, nicht. Ja, ich hätte beim letzten Mal wieder schießen in jede Ecke. Mi, das war zu schwach. Ich muss eigentlich draufbüllen, dass den hältst du. Ah, es war so obvious. Mann, das ist so scheiße. Mann. Ich hasse es. Du musst bei diesem Spiel einfach ultra durchziehen. Da hast du einfach keine Chance. Mann. Es war so klar! Es war so klar! Ich wollte nur sagen, bevor du schießt, safe schießt er in die Mitte, aber ich dachte, komm, lass ihn einfach in die Mitte schießen. Ist egal. Du weißt, wo ich nicht hinschieß. Es war klar, das war auch klar, dass du es weißt. Alter! Wieso machst du es dann? Ich weiß klar, es nicht! Dass du es machst. Oh Gott. Das war ganz so berechenbar alles. Das ist jetzt nicht. So berechenbar. Ich hab gesagt, das war berechenbar alles. Du musst ja ausgleichen, das war auch berechenbar. Ach so, Das war extra. Weißt du, wenn ich weiß, dass es. Ja, so viel Overtime, wir sind gerade so. Wenn krass. Ich mir sicher bin, dass er reingeht, dann mach ich ihn nur leicht. Dann mach ich ihn nur leicht, weil dann weißt du die Ecke einfach nicht. Das ist immer so, ja. Dann muss ich ihn nur leicht machen. Ja, genau. Ach, Mann. Sollte jetzt cool wirken. Aber dann hält er ihn einfach. Ja, wenn ich unten mache, dann habe ich... Ja, Mann. Okay, echt cool, der Kasse Overtime einfach. Ich verstehe das nicht, wir sind unten schießen. Wieso macht es dann nicht flach? Ich hab voll nach unten gedrückt. Mhm, ich auch. Oh, Pizza! Mann! Das gibt's nicht! Warum? So schwer, den Ball reinzuschießen. Das ist halt echt so. Wir haben auch jetzt aus 9 oder 10 Elfmetern haben wir einfach 4 reingemacht, jeder. Nein! Ja, das war klar. Es war klar, dass du die Ecke nimmst, aber du hast ihn saukrass in die Ecke geschossen. 1:1 und jetzt gibt's das entscheidende Elfmeterschießen. So Leute, da sind wir am Start zur letzten entscheidenden Runde von dem PES Elfmeterschießen am heutigen Tag. Ich bin Liverpool, er ist der AC Milan. Ja, vor allem. Wer ist er denn? Der krasse Typ. Achso, ja. Der jetzt hoffentlich nicht gewinnt. ja, auf jeden Fall bin ich gespannt. Die sehen ja nicht so gut aus. Deine auch nicht, aber deiner ist wenigstens dieser Shananulu. Und das? Meine sind halt alle irgendwie kacke. Also, gar keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Hoffentlich gut. Bin gespannt. Schon wieder fange ich an. Du kannst dir nicht ahnen, wo ich hinschieße, weil er drin ist. Ja. Ja, den ersten reingemacht, das habe ich bisher noch nie geschafft. Also im heutigen Video schon, ansonsten schon, aber im heutigen Video, da hat es irgendwie nicht geklappt. So, Rodriguez hat glaube ich auch mal bei Wolfsburg gespielt. Oh ja, Glück muss man haben. Ey, was ist das denn? Für ein Käsebatzen, oder? Und jetzt, oh, yeah. Mohammed, Alter. Was ist das für einer?
Ja, Mann, Alisson Becker. Wir bleiben noch in Führung. Jetzt geht's ab. Bats, ja, 2-0. Jetzt streng ich mich richtig an zum ersten Mal. Ja, das ist einfach Glück. Nee, gar nicht. Weil er gegen die Latte gegangen ist. Ja, den hätte ich eh gehalten. Auch wenn ich im anderen Eck war. Egal. Ich habe trotzdem gehabt. Das ist dein bester Schütze. Und auch der ballert daneben. Drei Schüsse, drei daneben. Ich hab genauso gezielt wie jetzt gerade. Hä? Und jetzt der Entscheidende. Ganz mal davor, wieso schießen wir jetzt alle daneben? Mit dem Geilo-Ball. Der entscheidende Elfmeter. Fabinho, das ist mein bester Schütze. 78 hat er, glaube ich, gehabt. Ist jetzt nicht viel, aber 78 ist trotzdem krass. Und jetzt voll drauf. Ja! Das ging schnell. Zweimal in Overtime. Ultra krank. Und jetzt braucht's 4 Schüsse, 3 gehen davon rein. Bei Jan 3 Schüsse. 0. Ja, wobei man dazu sagen muss, Mike hat das Spiel einfach neu gestartet. Einfach neu gestartet. Ich habe aus Versehen vorhin ein Tor gemacht, Leute. Und dann ist abgebrochen. Egal. Ja, genau, bestimmt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Keine Ahnung, wir werden bald wieder ein Elfmeterschießen machen. Vielleicht auch auf Jans Kanal. Wie gesagt, unbedingt vorbeischauen. Und ansonsten... keine Ahnung, vielleicht... Okay. Ciao! Ciao! Kommt einfach so aus dem hintersten Loch so... Okay. Boah, 3 Minuten 50 und schon habe ich dich besiegt, ey, so einfach.